Michael, herzlichen Glückwunsch zum Staatsmeistertitel. Dein erster Einzeltitel. Wie beschreibst du den Turnierverlauf? Der Turnierverlauf war eigentlich sehr konstantes Niveau von mir. Ab dem Viertelfinale habe ich gegen meine Trainingskollegen vom Stützpunkt in Wien gespielt, gegen einen Matthias. Ja, ist sehr, sehr gut verlaufen für mich. Ich habe eigentlich immer gleich einen schönen Vorsprung herausspielen können, den ich dann auch bis zum Schluss halten habe können. Im Halbfinale hat der Luca sehr, sehr stark begonnen. Ich habe mich dann immer besser auf sein Spiel eingestellt und habe Gott sei Dank ab Mitte vom ersten Satz dann zu meinem Spiel gefunden und habe das eigentlich dann souverän durchziehen können. Und im Finale, das war eigentlich so, wie ich mir es immer vorgestellt habe, dass ich halt vom ersten Punkt an voll im Spiel war und dann eigentlich immer ja, souverän eigentlich dann das Heimspielen habe können. So wie ich es mir eigentlich immer vorgestellt habe, dass ich das Finale für mich entscheiden kann. Welche Bedeutung hat dieser Titel für dich? Einen sehr großen. Ich war jetzt zum vierten Mal in Folge im Finale und es war immer mein Ziel, mal, dass ich Staatsmeister im Herren Einzel werde. Und Gott sei Dank ist mir das heuer geglückt und ich bin überglücklich eigentlich, dass ich es geschafft habe. In wenigen Tagen schon stehen die Austrian International an, das Highlight für alle österreichischen Badminton-Spieler. Wie sieht es bei dir aus? Ich habe noch nicht ganz so viele Informationen bekommen. Ich weiß nur, dass es sehr, sehr stark besetzt ist. Ich bin 101. in der Weltrangliste und muss sogar Quali spielen. Ich bin die Nummer 4 in der Qualifikation. Jetzt hoffe ich natürlich, dass ich beim Heimturnier vielleicht sogar noch fix in den Hauptbewerb komme. Da müssen jetzt nur 4 absagen. Die Chance besteht auf jeden Fall, aber sonst spielen wir einfach durch die Qualifikation im Hauptbewerb. Das ist auch sicher möglich. Danke, Michael. Danke.